Nur ein Punkt reichte dem THSV Eisenach am 37. Spieltag gegen die Eintracht aus Hildesheim, um den Aufstieg in die DKB-Handball-Bundesliga perfekt zu machen. Nach ausgeglichener Anfangsphase nahm Eisenach Fahrt auf und zog davon. Wie immer dirigierte der beste Zweitligaspieler der Saison, Hannes Jon Jonsson, die Wartburgstädter und netzte auch selbst ein. Hinten glänzte THSV-Keeper Radek Musil. Nach kurzer Verschnaufpause aber hielten couragierte Hildesheimer in Halbzeit 2 dagegen, dank eines starken Rückraums, den Eisenach jetzt nur selten in Griff hatte. Die mutig aufspielenden Gäste führten 6 Minuten vor Schluss sogar, dann aber das gefürchtete Finish der Thüringer, die so noch den 27:26 Sieg schafften. 3000 Zuschauer in der Werner-Assmann-Halle außer Rand und Band. Und er ist der Macher des Märchens. Der Isländer Adelstein Eyjolfsson, der mit seiner Truppe ab nächster Saison in der stärksten Liga der Welt spielt. Viel Dramatik auch in Ludwigshafen-Friesenheim. Die gastgebenden Roten Eulen führten zumeist in der Partie gegen den stark abstiegsgefährdeten SV Hennstedt-Ulzburg. Schon am Anfang stand dank spielerischer Überlegenheit schnell eine 4-Tore-Führung, danach aber einige Fehlwürfe seitens der TSG. Das weckte die Nordlichter, die ihrerseits mit dem notwendigen Kampfgeist konterten und auf 13:14 zur Pause verkürzten. In Halbzeit 2 war das Match weiter etwas zerfahren, aber auch offen. Dann ein Zwischenspurt der Roten Eulen, die den Sack aber trotz der individuell höheren Klasse nicht zumachten. Die Hennstedter Frogs kamen weiter zu einfachen Toren und blieben dran. Kurz vor Schluss vergab TSG-Rückraum Stefan Just beim Stande von 29:28 frei vor dem gegnerischen Kasten. Julian Lauenroth traf in der Schlusssekunde aber ebenfalls nicht. Bitter, denn so bleibt Hennstedt auf einem Abstiegsplatz. Die Friesenheimer zeigten sich erleichtert. Wir führen in der ersten Halbzeit mehrmals mit 3, 4 Tore und schaffen es dann nicht einfach konsequent, unseren Ball weiterzuspielen. Damit bringen wir uns zweimal wieder in die Redouille und in der zweiten Halbzeit war es dann halt ein Kampfspiel. Es sind Spiele gegen den Abstieg, für uns die Runde gelaufen. Können froh sein, dass wir das Spiel heute gewonnen haben, sonst hätten wir uns wahrscheinlich aus Leutershausen bis sie was anhören. Die Ergebnisse. Der BHC schlägt auswärts Hüttenberg. Eisenach feiert den Aufstieg. Rostock und Leipzig trennen sich unentschieden. Nordhorn gewinnt. Remis auch bei Bietigheim gegen Bad Schwartau. Danach 4 Heimsiege für Bittenfeld, Emstetten, Friesenheim und Aue. Die Tabelle. Der BHC, Emstetten und Eisenach steigen also auf. Unten kommt es am letzten Spieltag zum Fernduell zwischen Leutershausen und Hennstedt.